Harte Schale, weicher Kern. Die Hunde, habe ich immer gelesen, die sind sensibel. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Es ist einfach so, ihr müsst schauen, er braucht eine klare Ansage. Ist diese Ansage aber zu hart, beziehungsweise mit Frust angehaucht oder, wie soll ich sagen, etwas aggressiver und an der Message vorbei, es braucht nur ein bisschen, dann geht der Hund auf Abstand, dann kommt er nicht. Ja? Also wenn ihr ihn ruft und ihr seid sauer, ja, dann kann es schon gut möglich sein, dass er sagt, ich will nicht. Aber nicht aus dem Grund, weil er sagt, nö, ich habe keinen Bock, ich höre nicht auf den, sondern ich habe Schiss. Also jetzt nicht so großen Schiss, aber Respekt. Und ich möchte jetzt nicht dorthin, weil jetzt gibt's Ärger. Ne? Extremes Feingefühl, solche Sachen. Das ist halt, um Gottes Willen, 12 Minuten. Also, ist halt so. Ich kann stundenlang über diesen Hund reden. Ist fantastisch. Es ist nicht vergleichbar mit anderen Hunden, muss ich ehrlich sagen. Da möchte ich aber die anderen Hunde jetzt nicht irgendwie diskriminieren oder sonst noch was. Jedem seine eigene Entscheidung, was für einen Hund er möchte, inwiefern, wie viel Leidenschaft er da reinstecken möchte oder hat. Wer die Möglichkeit hat und sich dazu in der Lage fühlt, der soll sich unbedingt so einen Hund holen. Frage ist nur, Privatzüchter, offizieller Züchter oder vom Tierschutz oder Tierheim. Schätze mal, dass ich da mal ein gesondertes Video mache, weil es da ein paar Sachen zu beachten gibt. Ich habe mir damals nicht zugetraut, so einen Hund vom Tierheim zu holen oder Tierschutz. Die Gründe sind, glaube ich, klar. So ein Hund ist stark. So ein Hund kann falsch erzogen sein. Deshalb wollte ich ihn als Welpe damals haben. Mittlerweile will ich mich schon in der Lage fühlen, zumindest Fehlverhalten zu korrigieren und dann auch zu erziehen von so einem Hund aus dem Tierheim. Und mal schauen, was die Zeit so bringt, ne, Jeff? In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Resttag oder einen schönen Anfang. In dem Sinne.